In diesem kompakten Video erfährst du ganz genau, wie du den PageSpeed deiner WordPress-Website massivst verbessern kannst. Deine Website wird dann so schnell sein, dass du sehr wahrscheinlich grüne Werte im Google PageSpeed Insights Tool haben wirst. Du brauchst, um das Ganze umzusetzen, nur ein einziges Tool. Das kannst du sogar kostenfrei nutzen und es geht am Ende auch super einfach einzurichten. Und du brauchst dafür sogar null Vorkenntnisse dementsprechend. Also, das klingt doch zu gut, um wahr zu sein, muss man ja fast schon sagen. Und deshalb zeige ich dir jetzt gleich an einem Live-Beispiel ganz schnell, wie das Ganze funktioniert, sodass du es nachmachen kannst und endlich eine super schnelle Website hast nach diesem Video. Also, wir sehen uns direkt nach dem Intro. Los geht's! Hier ganz kurz ein Überblick, was dich in diesem Video erwartet. Alle einzelnen Kapitel findest du nochmal genauer unterhalb in der Videobeschreibung aufgelistet. Zuerst werde ich dir jetzt eine Einteilung geben, einfach einen kurzen Überblick, was du unbedingt beachten solltest, wenn du das Ganze jetzt umsetzt. Dann werde ich dir das Tool 10 Web Booster vorstellen. Wir werden das auch aktivieren, mit dem wir nämlich unsere Website dann extremst schnell machen werden. Und am Ende zeige ich dir dann das Ergebnis. Fangen wir direkt an. Wir testen das Ganze anhand dieser Beispielseite hier. Und die werden wir jetzt massiv schneller machen. Ich habe bereits hier den PageSpeed Insights Score gemessen. Ne? Auch das Tool von Google, das verlinke ich dir nochmal in der Videobeschreibung natürlich. Hier kannst du einfach schauen, hey, wie schnell ist deine Website? Hier oben die Core Web Vitals werden uns nicht angezeigt, weil das eben eine Beispielseite ist. Aber hier unten sehen wir dann natürlich den Leistungsbericht bzw. die Leistungsprobleme. Wir haben da eine sehr niedrige Leistung bei dieser Seite aktuell. Na, du siehst, First Contentful Paint ist ab 3,4 Sekunden und Time to Interactive 7,2 Sekunden. Das ist jetzt wirklich nicht gut. Beim Computer sieht das schon in Ordnung aus, einigermaßen, muss man tatsächlich sagen. Um jetzt diese Seite, unsere Website hier deutlich schneller zu machen, nutzen wir für dieses Video den 10 Web Booster. Das ist ein Speed-Optimierungstool von 10 Web. 10 Web, die bieten auch Hosting und so weiter an. Aber der 10 Web Booster, den kannst du kostenlos nutzen. Na, das ist dann natürlich ein bisschen eingeschränkter. Aber wir können gleich mal schauen, wie krass hier jetzt die Auswirkungen sind. Also, wie gesagt, 10 Web, das habe ich dir unterhalb verlinkt. Klick da einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung, der wird das sein. Und dann landest du hier bei der richtigen Seite direkt. Und dann klickst du hier auf den Button Get 10 Web Booster, it's free. Oder hier oben kannst du klicken, wie auch immer. Wir klicken hier drauf und melden uns an. Also entweder du meldest dich hier mit deiner E-Mail an, einem Name und Passwort. Oder einfach über Google. Ich melde mich jetzt hier über Google an. Und wähle jetzt hier einen Beispiel-Account aus von mir. Und jetzt müssen wir hier ein paar Fragen ausfüllen, was für eine Art von Website wir haben. Ich nehme jetzt hier einfach mal Blog-Website. Ich habe ein bis drei Websites beispielsweise, in Wirklichkeit natürlich mehr. Gut, und dann sind wir jetzt hier bei 10 Web Booster eingeloggt. Wir bekommen hier dann auch direkt einen Rabatt, sage ich mal, für die Vollversion. Das werde ich nachher noch ein paar Worte zu sagen. Aber wir werden jetzt hier mal die Free-Version nutzen. So, wir werden jetzt hier erstmal das 10 Web Booster Plugin installieren. Also einmal kannst du entweder das hier downloaden und in WordPress dann hier über installieren bei Plugins hochladen, hier hochladen, ne, die gedownloadete Datei. Oder du kannst auch einfach hier im Plugin-Verzeichnis in WordPress nach 10 Web Booster suchen. Und dann findest du auch hier das 10 Web Booster Plugin. Wir klicken dann auf installieren und aktivieren das Ganze. Du siehst, es hat noch nicht so viele Installationen, aber 10 Web, das ist eine einfach ein Unternehmen, das extrem populär ist und das schon sehr lange gibt. Ja, dieses Plugin ist aber relativ neu von ihnen. Ja, weil, wie gesagt, die bieten ja auch andere Sachen an, wie Hosting, und das machen die schon länger. Ganz wichtig, bevor wir das jetzt hier aktivieren, machst du unbedingt ein Backup. Wenn du nicht weißt, wie du ein Backup machst, dann haben wir dazu auch auf diesem Kanal ein Tutorial. Oder wenn du in der Website-Formel bist, unserem WordPress-Kurs, da ist natürlich alles nochmal ganz genau erklärt und da bekommst du sowieso alles gezeigt. Ja, wie du eine Top-Website mit Top-Ladezeiten und so weiter erstellst. Gut, also, na, wir aktivieren jetzt hier 10 Web Booster, nachdem wir ein Backup gemacht haben. Und jetzt müssen wir hier auf Sign Up and Connect klicken. Dann werden wir wieder weitergeleitet zur 10 Web Booster Account-Seite. Und jetzt wird unsere Website bereits optimiert. Jetzt wird als erstes der aktuelle PageSpeed Score ermittelt. Und dann wird jetzt hier unser Frontend optimiert. Und am Ende dann, wie du hier siehst, wird der neue Score berechnet. Das werden wir dann aber auch gleich nochmal selber anschauen, uns in PageSpeed Insights. Während das Ganze gerade analysiert, würde ich dich darum bitten, dem Video einen kräftigen Daumen nach oben zu geben, wenn dir das Ganze hier bisher geholfen hat. Und abonniere gerne WP Erfolg
für mehr Website- und Online-Marketing-Erfolg und aktiviere die Glocke, um kein wichtiges Video mehr zu verpassen. So, jetzt ist hier unsere Startseite optimiert. Du siehst hier den alten Score auf dem Desktop. Der war bei 85, ist jetzt bei 98. Der Mobile Score war bei 31, jetzt bei 85, was extrem krass ist und extrem wichtig. Auch für unsere Rankings natürlich auf den Mobilgeräten, wenn wir einen Blog haben, aber natürlich auch für die Conversion-Raten bei Verkaufsseiten. Extrem wichtig ist hier die Website-Ladezeit, ganz klar. Wenn wir hier wieder zu unserer Übersicht gehen, indem wir hier draufklicken und dann auf Manage klicken. So, du siehst also, wir haben jetzt unsere Homepage optimiert. Das Caching ist aktiviert auf der gesamten Website. Wir haben hier unseren Score bei Google PageSpeed Insights von 75 bei Mobile und 99 bei Desktop. Ich habe das jetzt auch nochmal separat hier analysieren lassen über PageSpeed Insights. Einmal hier, das war ja unser alter Wert von 30 bei Mobile und der alte Wert beim Computer war 83. Und jetzt haben wir, ne, hier habe ich es neu analysieren lassen, einen Wert von 91 bei Mobile, was extrem gut ist, ne, für das, was wir davor bei 30 waren. Und beim Computer haben wir hier einen von 99. Ja. Was muss man jetzt noch dazu sagen? Ne? Was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben eben die Homepage schneller gemacht. Wenn, also 10 Web Booster, damit kannst du insgesamt in der kostenlosen Variante 6 Seiten schneller machen. Heißt also, wenn du eben noch mehr Seiten schneller machen willst als jetzt nur 6 Seiten, brauchst du eben die Vollversion. Kannst du upgraden. Wie gesagt, direkt nach der Registrierung gibt es für 23 Stunden einen Rabatt von 40%, zumindest aktuell. Musst du halt schauen, ob das aktuell noch verfügbar ist. Und du siehst hier, da kriegst du halt bei 6 Euro im Monat, kannst du dann unlimitierte Seiten schneller machen von deiner Website und so weiter. Caching hast alles mit drin, Auto-Optimization, also die Optimierung von den Bildern und viele andere Dinge. Dann kommt dann bald da auch noch Enterprise Content Delivery Network mit dazu. Da wird das Ganze dann nochmal viel, viel schneller. Du hast dann noch einen DDoS-Schutz, also im Endeffekt vor, ich sag mal, Bot-Attacken ist dann deine Website gut geschützt. Firewall und so weiter. Also hast du da noch viel mehr drin als jetzt nur die Website-Geschwindigkeit, die besser ist. Sondern viele andere Dinge auch. Dementsprechend, man muss schon sagen, also wenn man das Ganze auch mit den Konkurrenten vergleicht, was die PageSpeed-Optimierung anbelangt, ist 10 Web Booster da schon mit die Spitze und das Beste, was du nutzen kannst. Und du hast gesehen, es geht tatsächlich extrem schnell. Wie wir das Ganze jetzt eingerichtet haben, ne? Da brauchst du ja wirklich, musst ja gar keine Technikkenntnisse haben. Und bevor ich es vergesse, eine Sache ist auch noch in der Premium-Variante enthalten und das ist halt extrem cool. Ne? Ich will jetzt hier keine große Werbung oder so machen, aber das muss halt schon erwähnt werden, weil das extrem krass ist einfach. Du hast hier nicht nur, also wenn du einen 10 Web Booster buchst, dann hast du hier eben auch einen Hosting-Anbieter mit dabei. Also da hast du dann gleichzeitig eben das 10 Web Booster Hosting, was deine Website mit Sicherheit auch nochmal schneller macht. Also dementsprechend kann man sich das schon mal anschauen. Wie gesagt, das ist meine Meinung dazu und du hast die Ergebnisse gesehen. Ich denke, die sprechen für sich. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ganz wichtig, ich habe unterhalb auch noch ein kostenloses Buch für dich verlinkt. Das wird der zweite Link in der Videobeschreibung sein. Dort zeige ich dir, wie du professionelle Websites mit vielen Besuchern und hohen Conversion-Raten, also hohen Verkaufsraten, erstellst oder E-Mail-Eintrageraten und so weiter. Check das Buch auf jeden Fall mal ab, ist komplett kostenlos und ja, wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Genau, deshalb ist es auf jeden Fall ein Blick wert und wir sehen uns dann im nächsten Video, wie gesagt. Dein Frederik, ciao. Like jetzt das Video, wenn es dir geholfen hat und teile es mit deinen Freunden. Abonniere jetzt unseren Kanal für bessere Websites, viele Besucher und mehr WordPress-Erfolg. Stelle zudem sicher, dass du dir dein Gratis-Geschenk geholt hast. Links unten findest du ein weiteres spannendes Video, rechts unten gibt es unser neuestes Video. Wir beide sehen uns gleich im nächsten Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress-Erfolg.